Moin moin liebe Vespa-Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin wieder beim Björn und wir stellen euch heute die zweite La Mutata vor, die Sportvariante. Letztes Mal haben wir euch die Cruiser vorgestellt und heute wird es ein bisschen aggressiver und sportlicher. Und da ist auch schon der Björn. Hallo Björn. Mike. Willkommen zurück. Vielen Dank, dass du uns heute nochmal empfängst und mal dein zweites Meisterwerk uns vorstellst. Wir haben es letztes Mal ja schon so ein bisschen im Bild gesehen, aber noch nicht drüber gesprochen. Und das ist jetzt die La Mutata El Sportivo. Oder wie nennen wir sie? Hat noch keinen Namen. The Sporty One. The Sporty One. Namensgebungen dann unten in die Kommentare. Genau. Jeder darf da einen Vorschlag machen. Zweites Projekt für dich in YouTube. Erstes Projekt für mich. Das ist die Uhr La Mutata. Meine zweite Vespa GTS, die ich jemals besessen habe, nach der 125er. Die hier mit einem Motorschaden gekauft und dann in vielen, vielen Stunden mal versucht, den Motor da reinzubringen. Das Ergebnis kennt ihr, das müssen wir nicht nochmal wiederholen. Da haben wir lange drüber gesprochen letztes Mal. Ja. Vielleicht machen wir es heute mal ein bisschen kürzer. Wir versuchen es. Ja. Ist mein Versuchsträger, ist auch die Vespa, die ich im Alltag fahre. Hat viele Modifikationen, die auch anders sind als bei der blauen. Ja, und vielleicht machen wir einfach mal ein Walkaround und du zeigst uns mal, was jetzt bei der hier anders ist als bei der blauen, die wir letztes Mal gesehen haben. Und gibst uns vielleicht ein paar Infos zu den einzelnen Details, die da verändert wurden. Vielleicht am einfachsten. Fahrzeug unterscheidet sich gravierend von der blauen. Ihr seht es jetzt schon an meiner Sitzposition. Der Lenker ist kein Originallenker. Der Lenker ist ein sogenannter Dropbar-Lenker. Und zwar ist die Lenkposition oder meine Handposition ist so ungefähr 8 cm weiter vorne, 4 cm weiter unten und der Winkel zwischen den zwei Lenkerenden ist ganz leicht steiler gewählt an der Stelle. Das ist jetzt auf meine Körpergröße zugeschnitten. Das habe ich zusammen mit der Sitzbank gebaut und das ermöglicht mir ein sportliches, ermüdungsfreies Fahren. Ich wollte das so und habe mir die Zeit genommen und das dann mal so umgebaut. Sieht ja auch cool aus und ist halt von der Form jetzt ein bisschen anders als der Standardlenker. Ja, basierend auf dem HPE-Lenker. Siehst du dann auch vorne, wenn wir rumgehen, den LED-Scheinwerfer. Ah ja, das ist der neue, genau. Hier beim Tacho, da möchte ich, das steht auf meiner To-Do-Liste, da hätte ich gern was, was besser ausschaut. An der Stelle. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Erprobungsgerät ja noch, ne, wenn es dein erster war. Das war so die erste Generation. Ich habe so ein Nachrüst-Tacho vom Motorrad genommen. Da ist auch noch ein Lambda-Sonden-Anzeige mit drin. Und der Rest ist halt, wie soll ich sagen, noch Entwicklungsstand und noch nicht final. Okay. Also da gibt es auf jeden Fall noch Potenzial. Ist noch in Arbeit sozusagen. Genau. Gut, Lenker ist anders, aber ich glaube, das sieht jeder mit diesen Lenkerendenspiegeln, dass der eine ganz andere Form hat als der Originale. Ja. Als nächstes gehen wir mal weiter nach hinten durch, wäre Sitzbank, glaube ich. Ne? Sitzbank ist eine Einzelanfertigung. Gab schon Anfragen beim ersten Video, ob die zu kaufen wäre. Nein, derzeit nicht angedacht. Ich habe die einfach auf meine Körbegröße zugeschnitten. Ja, also Sitzfläche wahrscheinlich ein bisschen nach hinten. Genau. Und hinten noch eine schöne, also was hier höher ist als bei, es gibt ja auch diese Monositzbänke von Piaggio, aber das ist hinten höher hier. Das sieht das ganz cool aus. Das ist ein richtiger Keil, ja. Das ist richtig schön zum Reinlehnen hinten, genau. Um die Beschleunigung auch auszuhalten. Ja. Gut, was haben wir noch hier unten? Ich nehme an, der Motor. Motor jetzt vielleicht ist, das nächste. Ist Basis ist der 39 PS. Dieser hat schon eine Vario drin, ist schon abgestimmt. Da ist derzeit noch ein anderer Auspuff drauf und da kommen wir gleich zu, wenn wir rumgehen. Genau. Also und der auch ist der MP3-Motor wieder, ja? Der ja, 459 Kubik, okay. Einzylinder, der 500er Motor aus dem Piaggio-Konzern. Genau. So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt kommen wir auf die Seite hier. Jetzt sehe ich natürlich gleich einen anderen Auspuff. Genau, das ist ein Auspuff von der Firma Turbo Kit, der hat ABE. Der war schön klein, hat einen satten Klang, ist legal. Den wir hoffentlich mal irgendwann hören werden, den Klang von der Sportversion und vielleicht auch mal fahren werden. Sehr gerne. Dann Bremse ist wahrscheinlich auch was anderes drin hinten. Die sieht ja relativ mächtig aus. Außerdem kommt sie mir irgendwie so vor, als wenn sie an der falschen Seite ist. Korrekt. Ist sie nicht sonst auf der anderen Seite? Korrekt. Ah, ich lerne dazu. Ja.
Das und ist großer Durchmesser. Absolut. Das ist 260 mm mit einer P2 Brembo Bremszange. Die ist so mächtig, die Bremse, dass ich hier die sanftesten Bremsbeläge aus dem Haus Brembo fahre. Mhm. Die ankert aber. Also da kommst du gut zum Stehen mit. Was der Reifen hergibt, ein, zwei Finger. Ist natürlich auch immer eine Sache, die Fahrzeuge sind ja zugelassen, TÜV abgenommen, die müssen ja auch stimmen. Ne? Also Bremsen, Sicherheitsfaktor, absolut. Da müssen natürlich absolut. Jetzt auch richtige Anker rein, damit genau. Das Ganze vom TÜV abgenommen werden kann, weil ja doch einiges an Mehrleistung da ist. So, jetzt gehen wir mal weiter nach vorne. Also Auspuff sieht schon sehr cool aus. Sehr lang auch, ne? Wenn man es mit der normalen GTS vergleicht. Dann haben wir hier vorne 13 Zoll Felgen. Korrekt. Piaggio. Ja. Hier Y-Design mit. Korrekt. P3 als Spenderfahrzeug, 3 Zoll breit. Hinten fahre ich im Versuch eine 4 Zoll Breite. Mhm. Derzeit sind -60er Reifen drauf. Ich finde die Reifen aber, die sind okay so. Ich fahre aber lieber die 70er. Die sind einfach vom Kurvenverhalten her neutraler. Wir hatten diese Woche, war ich, in Berlin gibt es keine Kurven. So in dem Großraum Eifel um Nürburgring herum. Grüße gehen an den Vespa-Kollegen dort, der mit seinen zwei mächtig getunten 300ern mir dort ein bisschen die Strecken gezeigt hat. Ah, wir haben es krachen lassen und da hat sich auch wieder gezeigt, so wenn du die Schräglage nochmal korrigieren musst, ist der 60er Reifen braucht mehr Kraft als der 70er Reifen. Also das ist aber wahrscheinlich Präferenz. Kommt beim nächsten 70er auf. Ja, also wenn die Reifen unten sind, ich mache mir 70er drauf. Ich habe auf dem Fahrzeug beide Reifen eingetragen. Ja. Dementsprechend kann ich es wählen. Ja. Jetzt, wo du gerade da vorne stehst, Marc. Kleines Windschild. Korrekt. Das ist wahrscheinlich für den Topspeed verantwortlich, ja. Sonst würde das Ding ja gar nicht so schnell fahren. Ne? Ich wurde gerade von Marc genötigt, die ganzen Fliegen darunter zu machen fürs Video. Aber ja, da war noch der ganze Eifel-Track ja, genau. drauf. Aber so. Mit einer gewissen Geschwindigkeit kommen natürlich auch die Klackse. Ne? Na gut, das kennen wir ja alle, die Problematik. So, vorne, so. Jetzt natürlich geht es hier vorne auf der Seite noch weiter. Ja, 255er Scheibe. Mhm. P2, Bremszange wieder. Also ich vertraue, das ist einfach das Beste, was ich bis jetzt gefahren habe. Ich bin am Überlegen, ob ich eine P4 drauf mache. Brembo ist der größte Motorradbremsenhersteller, der renommierteste. Und du hast gute Erfahrungen auch gemacht bei deinen Tests. Das bremst damit. Sehr gut und ich kann halt sehr viele unterschiedliche Bremsbeläge mir holen. Alle mit ABE, weil das ist die Standardbremse im Ducati, KTM und Sportbereich auf dem Hinterrad an der Stelle. Und es passt so schön von der Charakteristik auf die Vespa. Ich bin da echt zufrieden. Ich bin da echt nur noch am Überlegen, ob ich mir den Aufwand mit der P4 mache. Weil Bremsleistung ist mehr als ausreichend. Wenn es ausreicht und abgenommen ist, ist ja gut. So, dann Federbein haben wir noch ein anderes. Genau. BGM drin. BGM, sehr zufrieden damit, super Einstellmöglichkeiten. Ich habe die Gabel hier auch nochmal auf Klemmfaustgabel umgebaut. Ah ja, genau, das ist jetzt diese, ja, die war in einer bestimmten Baujahr 16 bis 18. Ja, ne? Mhm. Wenn das jemand machen will, also von der Theorie her bin ich der Meinung, dass die Klemmfaust besser sei. Ich bin aber auch so ehrlich und sage, also ich erspüre den Unterschied nicht. Das ist wie bei so vielen Sachen manchmal, ja. Das sind solche Nuancen. Genau, vielleicht muss ich noch irgendwie einen Tuning-Aufkleber draufkleben, dann ist sie besser. Gut. Ja, das sind an sich so die wichtigen Sachen, die rausstechen. Ne? Also Lenker, Motor natürlich, klar. Fahrwerk geben wir nicht drauf ein, weil das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch dein Geheimnis, was da jetzt am Fahrwerk geändert wurde, innen drin an Verlängerungen etc., Karosserieumbauten muss ja auch einiges gemacht werden. Das ist der große Aufwand für Lamotata. Genau. Federbeine hinten sind einstellbar, vorne das BGM drin. Das ist im Groben und Ganzen das, ist es. Das Kapitel Fahrwerk. Ja. Gut, na dann würde ich sagen, fehlt nur noch eins. Anschmeißen das Ding. Na komm. Wir machen noch mal einen umfassenden und ausgiebigen Fahrtest und natürlich auch stell mich mal ein bisschen hier hinten hin.
gib mal ein bisschen Stoff. Ja, okay, reicht. Okay, kurzer Vorgeschmack. Wir machen aber noch mal einen separaten Soundtest auch im Fahren. Aber das klingt ja schon ein bisschen anders als die Cruiser. Ja, cool, toll, gefällt mir gut. Muss ich unbedingt mal fahren. Ich möchte gerne den Vergleich mal sehen jetzt zu der Cruiser-Variante, die ich schon ganz toll fand. Die war beeindruckend im Vergleich zu meiner. Vielleicht kommt da auch mal ein Test, wo wir die mal gegeneinander antreten lassen. Das wäre ja auch mal ganz interessant. Aber die Charakteristik des 500er Motors ist halt was für Leute, die so dieses Untertourige mögen. Niedrige Drehzahlen, trotzdem die Kraft. Das macht schon Spaß. Kann ich bestätigen. Ja, liebe Vespa-Freunde, das war's für heute mit der Vorstellung der La Mutata Supersport Edition. Vielen Dank, Björn, nochmal für das Vorführen und für das Erklären. Ja, wir werden demnächst sicherlich noch einige weitere Videos machen. Ich hoffe, ihr bleibt mit dabei. Wenn Fragen sind, gerne an den Björn eine E-Mail schreiben. Kontakt ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Genießt das schöne Wetter und trinken nicht vergessen. Auch natürlich eins nicht vergessen, Kanal abonnieren, Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen. Björn, vielen Dank. Danke, Mike. Bis zum nächsten Mal.